Herzlich willkommen zusammen, Freunde, hier zu einem Cornucopias-Video. Und ich darf zum allerersten Mal selber die Welt betreten. Ihr seht hier unten Cornucopias Early Access V0.2.15. Ja, ich habe endlich den Zugang bekommen und wir können uns gleich ein bisschen umschauen. Ich werde euch von Anfang an mitnehmen. Ich habe auch mit Absicht noch kein bisschen gespielt, dass wir direkt von Level 0 an loslegen können. Inzwischen haben schon viele Leute denn tatsächlich den Zugang hier zum Early Access. Man muss gewisse Kriterien erfüllen, dass man den Zugang bekommen hat, und zwar man braucht gewisse Rollen auf deren Discord. Ich denke, inzwischen sind es über 1500 Leute, die hier schon spielen können. Genaueres werden sicherlich Rob und Josh im nächsten Video sagen. Ich habe die genauen Zahlen tatsächlich auch nicht. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis vorab hier. Alles, was ihr hier in diesem zusammengeschnittenen Video sehen werdet, all das ist wirklich noch Early Access, ist bei weitem nicht final, auch wenn es schon mega gut aussieht. Also es kann sein, hier und da tritt noch ein Bug auf. Dafür ist ja auch der Early Access und die Testphase, damit später alles einwandfrei läuft. Soweit nur zum Hinweis. Ja, dann schauen wir mal hier. Ich bin jetzt hier im Launcher drin, bevor ich spielen kann. Und ihr seht hier schon, Friends Online, Find Friends. Das gibt's, aber ich habe da noch keinen Zugriff drauf, weil es noch nicht fertig ist. Dann haben wir hier Settings. Ich kann hier meine Video-Settings einstellen. Ich habe jetzt mal alles auf Ultra gestellt. Ich kann hier meine Controls einstellen. Und hier auch fürs Racing. Gibt es einmal für Maustastatur und einmal fürs Gamepad. Ist alles schön erklärt, dass ihr wirklich wisst, wie habt ihr was zu bedienen. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich das gar nicht umbelegen kann. Kommt sicherlich noch. Wir haben nämlich dann auch hier Controller, Audio und Maus, was ich zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht anwählen kann, weil das hier noch nicht final ist soweit. Gehen wir hier mal wieder raus, dann seht ihr nämlich hier oben auch verschiedene Punkte. Ich habe hier einen Charakter. Da ist es aktuell so, dass ich zwischen einigen vorgefertigten Charakteren hier wählen kann. Kann ich mir einen aussuchen, der mir gefällt. Und dann einfach auf Select klicken hier. Ich habe jetzt mal einen George. Es kommt später natürlich auch noch der Charaktereditor. Das wisst ihr ja eh alles. Habe ich schon Videos dazu gemacht. Da können wir den dann komplett individuell gestalten. Wir haben hier Quests, Inventar, Store, Assets und Quit. Also die ganzen Sachen sind alle noch nicht freigeschalten. Bevor wir jetzt auf den Server draufgehen, mein Player Name, mein Level. Aktuell bin ich Level 0. Dann kann ich hier einmal meine Server-Location Europa oder Nordamerika auswählen, auf welchen Server das ich drauf möchte. Und hier unten, wo ich genau hin möchte. Aktuell habe ich tatsächlich nur den Zugang auf das Kalido Resort. Ich weiß gar nicht, muss ich mal nachschauen, ob es dann hier auch extra den Racing-Zugang gibt, wo ich auf den Kalido Valley Raceway draufkomme oder ob das über das Kalido Resort läuft. Auf den Raceway weiß ich auf alle Fälle, habe ich jetzt noch keinen Zutritt, aber ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Play. So, und dann geht's rein. Da lädt alles. Loading Kalido Valley Outer World. Sieht schon mal sehr, sehr schick aus hier. Der Intro-Screen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich sehe das alles auch tatsächlich erst zum allerersten Mal. Und was ihr auch berücksichtigen müsst übrigens, das was ich hier sehe und was ihr seht, ich versuche schon das Bestmögliche für euch rauszuholen, aber durch das Video wird auch ein bisschen was verloren gehen. Stands as a feat of fantastical engineering, bringing an exhilarating racing experience.
Cornucopians. You, yes you, are free to explore and venture within this technological jewel in the desert. Take care to collect your belongings and disembark in an orderly fashion. Careful not to trip. That would be two bad trips in one day. On behalf of the da hinten läuft jemand anderes, Golddust. Und ja, das ist quasi hier so einmal ein Willkommensraum, wo man einmal begrüßt wird. Finde ich ganz cool gemacht. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Laufen mal hier runter und erkunden ein bisschen. Es ist ja so, dass hier in dem ganzen Areal, wo wir uns aktuell aufhalten können, gibt es sogenannte Holocaches, die wir einsammeln können. Bin mal gespannt, ob ich die jetzt tatsächlich auch erkenne und ob ich hier welche finde. Schon Weilchen her, dass ich den Stream gesehen habe. Und da gibt es nämlich 100, meine ich. Und ich will nach Möglichkeit alle finden. Boah, weiß ich nicht, irgendwie. Ich habe Gänsehaut. Ich habe echt Gänsehaut. Denn, ja, viele, die kündigen irgendein Spiel an. Zum Beispiel Wild West Dynasty. Lief ja jetzt nicht so mega gut, der Early Access, den es da gab. Ich glaube, hier ist ein Holocache. Jawohl, da haben wir den ersten. Ach, 160 gibt es inzwischen. Und auch schon die ersten XP haben wir erhalten. Sehr, sehr cool. Ja, genau, also. Grafisch war das ja auch nicht das Highlight. Da ist noch ein George. Aber was ich hier jetzt sehe, ist ja wirklich noch im Early Access. Ganz weit vorne. Alles, was die hier machen, ist ja wirklich krass koordiniert. Es werden wirklich sehr, sehr wenige Leute ausgewählt, die hier drauf Zugriff bekommen und sich hier umschauen können und Fehler suchen können. Also ich werde es tatsächlich mich auch erstmal nur umschauen, weil alleine das Kalido Resort hier, kann ich euch versprechen, ist schon ein Riesengelände und grafisch, auch von den Leuchteffekten, was man hier alles so sieht, ist halt schon echt brutal nice. Mir fehlen echt die Worte. Hier hinten wachsen auch Bäume mittendrin. Werden auch angeleuchtet. Mega, mega cool. Ja, ich würde sagen, ich erkunde jetzt hier einfach mal die ganze Gegend hier, wie das hier ausschaut. Und ich werde so ein bisschen die Highlights für euch zusammenschneiden, dass ihr hier jetzt auch nicht irgendwie gelangweilt seid, sondern ja, ihr wirklich nur die besten Stückchen hier zu sehen bekommt. Aber gleichzeitig wird es mir sicherlich auch sehr, sehr schwer fallen, das Ganze dann zu cutten, weil ich will euch ja auch nicht irgendwelche coolen Ecken vorenthalten. Also ich bin echt hier immer noch geflasht und beeindruckt. Es wird auch noch ein Weilchen so anhalten. Wir sind hier irgendwie im Ankunftsbereich. Hier stehen jede Menge Koffer und Zeugs rum, was hier noch einsortiert werden muss, so wie es ausschaut. Ach, da ist noch ein Holocache. Zwei haben wir schon. Ja, da sind wir auch schon auf dem Weg Richtung Level 1. Sehr cool. Wie gesagt, ich gebe mir mein Bestes zum Zusammenschneiden, dass es auch nicht irgendwie zu langweilig wird für euch. Insgesamt werde ich hier das Ganze in ein paar Videos erkunden. Also es wird sicherlich jetzt nicht nur ein Video geben, sondern noch ein zweites und ein drittes. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt einfach eure Fragen unten in die Kommentare rein und dann kann ich die ganzen Fragen
direkt in der nächsten Folge, wenn ich hier weiter erkunde, euch beantworten. Da ist nämlich ein Riesenaufzug zum Beispiel, mit dem können wir gleich vielleicht mal fahren. Genau, dann können wir quasi so die nächste Erkundungsfolge ein bisschen auf die Art und Weise machen. So ein Q&A. Ihr stellt mir Fragen und ich schaue, ob ich sie beantworten kann. Ich würde sagen, wir springen hier mal rein. Oh, wo geht's denn auf? Ach, da drüben geht's auf. Ich bin auf der falschen Seite. Gut. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, doch mal nicht Fahrstuhl zu fahren, sondern einfach chronologisch vorzugehen. Ich gucke mich erstmal auf der Ebene um, nicht, dass ich nachher nicht mehr weiß, wo war ich schon und nicht. Hier sehen wir mal so einen kleinen Überblick, was wir hier alles haben. Eine Selfie Station gibt es hier, eine Security Station, Skywalk, Skyway Station, Bubble Chat Showroom, Medical Center. Richtig coole Sachen und hier hinten habe ich schon gesehen. Ach, das ist die Selfie Station. Ich dachte schon, was steht denn hier drauf? So. Ist nur die Sache. Ich muss mal schauen, ob ich auch noch in eine andere Ansicht gehen kann, dass ich dann tatsächlich von mir ein Selfie machen kann. Ich sehe gerade, hier ist auch ein Holocache, der hat eine andere Farbe. Der ist nicht so weiß. Ah, die haben sogar Raritäten. Das war jetzt ein Uncommon. Das andere waren einfach ganz normale. Das heißt, es gibt verschiedene Seltenheitsstufen bei den Holocaches. Und je nachdem, welchen das ich finde, komme ich dann mehr oder weniger Erfahrungspunkte. Auch sehr, sehr interessant. Im Übrigen vielleicht noch so als Hinweis für euch. Das Ganze hier ist ja auch ein Play-to-Earn-Game. Das heißt, man kann spielen und man kann hier später sich spielinterne Coins erspielen, die man dann quasi auch in Echtgeld verwandeln kann. Das ganze System ist noch nicht aktiv. Das wird irgendwann später aktiviert, wenn das Ganze tatsächlich auch live ist und bugfrei, so gesehen. Dafür gibt es halt auch die Testings, weil man möchte ja schließlich nicht, dass hier irgendwelche Fehler auftreten und andere Leute können diese Fehler dann ausnutzen und damit extra sich Geld verdienen. Wie das dann später ist, ob ich dann die XP, die ich jetzt hier schon sammle, verlieren werde oder nicht, darüber habe ich jetzt tatsächlich keine Auskunft. Sobald ich das weiß, sage ich es euch natürlich. Das war ein Rare. Wir haben hier auch mal eine Übersicht. Alles, was es hier auf dieser Ebene gibt. Und der ein oder andere fragt sich denn sicherlich auch. Vor allem diejenigen, die das Ganze hier noch gar nicht kennen. Ja, was ist denn das für ein Spiel? Was kannst du denn hier überhaupt alles machen? Wie gesagt, Early Access, vieles ist ja noch nicht freigeschalten. Das ist 0,5% von dem, was jetzt hier überhaupt mal so weit ist, was spielbar ist. Hier in dem Bereich könnt ihr hauptsächlich euch aufhalten, mit Freunden quatschen. Man sieht auch hier, es gibt ja Essensbereiche, Burgerbahn, Burrito Boss etc. Es gibt hier Ausstellungsräume, wo man sich ein Fahrzeug kaufen kann. Und sonstige Veranstaltungshallen. Einfach, um sich zu treffen mit anderen und sich zu unterhalten. Und das richtige Spiel, das findet dann außerhalb von dieser Area statt. Und ist gerade alles noch entsprechend im Aufbau. Und falls ihr tatsächlich einer von denjenigen seid, die sich gefragt haben, hä, was kannst du denn jetzt hier wirklich machen?
schaut gerne in meine Cornucopias Playlist. Da habe ich sehr, sehr viel schon von gezeigt und erklärt. Und wenn ihr das angeschaut habt und habt immer noch Fragen, dann fragt einfach, dann kann ich euch das Ganze einmal erklären. Da hinten, seht ihr übrigens, da flitzt gerade so ein Roboter über den Boden. Das ist so ein Security Policeman. Hier herrscht nämlich auch Recht und Ordnung. Das heißt, wer hier versucht, irgendwie Quatsch zu machen und irgendjemand irgendwas anzustellen, da kommen dann die Roboter und nehmen dich fest und kommst ins Gefängnis. Also schon aufpassen, was du tust. Und ja, was vielleicht auch noch zu sagen ist, Gold Dust sehen wir jetzt gerade hier wieder. Es ist relativ wenig gerade los auf dem Server. Aber das hängt natürlich auch mit dem Zeitpunkt zusammen, wo ich jetzt hier gerade spiele. Ich glaube, viele, die Zugriff haben, kommen tatsächlich aus dem amerikanischen Bereich. Und viele haben auch schon vor 2 Wochen Zugriff gehabt. Die werden gerade sicherlich auch was anderes machen. Oh, gar nicht mitbekommen, dass hier ein Holocache war. Zufälligerweise durchgerannt. Glück gehabt, ja. Guten Abend. Wir erkunden hier fleißig einmal weiter. Genau, hier ist auch so die Security Station. Können wir uns vielleicht mal ein bisschen näher anschauen. Hier werden wahrscheinlich auch die meisten unterwegs sein. Oh, da ist noch ein Holocache. Da sind sie. Können wir da irgendwo rein? Nö. Das ist nur hier einmal hinten rumlaufen. Und hier vorne war das doch. Ich glaube, da unten kommen die raus. Müssen wir wahrscheinlich davor stehen, mal beobachten. Krass ist auch so die Physik, finde ich hier. Schaut mal an, die Wassersäulen, die da sind. Und das Wasser bewegt sich aus meiner Sicht wie an so einem echten Brunnen. Also da ist das Wasser auch nicht immer akkurat und geradlinig, sondern kommt mal so runter, mal so. Hier drin auch Holocaches. Also aktuell kann ich noch nicht nass werden, aber irgendwann später kann man tatsächlich auch nass werden und es hat dann auch gegebenenfalls negative Einflüsse. Ja, dem einen oder anderen ist sicherlich auch schon aufgefallen. Ich bin hier inzwischen auf einer ganz anderen Ebene. Warte, da ist noch ein Holocache. Ich wollte ja eigentlich auf der einen Ebene oben bleiben. Aber irgendwie... Irgendwo bin ich eine kleine Treppe hoch. Irgendwo wieder ein bisschen runter und plötzlich war ich wo ganz anders. Also, ich habe mich schon verlaufen. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Genau den Weg hier bin ich irgendwann mal rüber. Und seitdem... Weil es war halt auch irgendwie so eine halbe Ebene, die ich hoch bin. Da muss man schon ein paar Mal überall gewesen sein, dass man sich hier nicht verläuft. Ich schau mal, dass ich wieder zurückkomme auf die Ebene, wo ich original war. Und dass ich dann von da aus entsprechend mich wieder neu orientiere, weil wenn du keine Orientierung hast, ist ja auch schwierig mit irgendwelchen Caches zu finden. Also die Holocaches, wer es nicht verstanden hat, sind wie so Geocaches.
Nur, dass man jetzt halt nicht hier irgendwie Hinweise hat, wo man hin muss, sondern man muss die einfach so suchen. Das war ein Rare Holocache, also ein sehr seltener. Bei der Legendary von vorher war natürlich noch seltener. Da sind wir inzwischen ja auch schon bei Level 2 und uns fehlen nur noch 340 XP bis Level 3. Das geht ja hier ratzfatz. Ich bin hier gerade einmal beim Kundenservice und hier oben haben wir einen mega, mega coolen Ausblick. Denn das Ganze ist hier natürlich schwebend gebaut und wir sehen hier im Untergrund einmal die Erde, aber wir schweben sehr, sehr weit über der Erde. Und hier unten ist ein Landing Pad, wo man landen kann mit seinem eigenen Flugobjekt und hier oben stehen einfach mal zwei Flugobjekte, also das ist Public Transport, öffentliche Verkehrsmittel sind es hier, die dann halt hier auch Ressourcen transportieren. Na, komme ich hier wieder raus? Genau. Mit Sicherheit kann man hier irgendwo auch sein Flugobjekt reparieren lassen, falls irgendwann mal was dran defekt sein sollte. Denn die ganzen Flugobjekte, also die Public Transport hier jetzt nicht, aber alle anderen, Bubble Jet etc., wir werden die auch noch sehen, die gibt es ja als NFT. Die können tatsächlich hier im Spiel auch kaputt gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass dann damit das NFT wertlos ist. Man kann die immer reparieren, benötigt halt ein paar Ressourcen, so dass man hier auf jeden Fall keinen Verlust erleidet. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu einer Zusammenfassung von dem ersten Video. Ach, das sind die ganzen Security Guards. Die werden hier quasi aufgeladen. Ja, also ich muss sagen, das Ganze läuft schon echt, echt flüssig. Bei der Auflösung von 1440p, die ich jetzt hier habe. Echt tipptopp. Qualitativ sieht echt auch alles sehr, sehr schön aus. Da oben so ein bisschen Nebel, der hier drüber zieht. Die Bäume, Lichteffekte. Ich bin mega begeistert. Bugtechnisch habe ich bisher tatsächlich auch nichts gefunden. Sobald ich irgendwas finde, werde ich das natürlich über Discord entsprechend über ein Support-Ticket einmal melden. Aber ich sag mal so, hier an der Stelle sind ja auch schon vor mir einige gewesen, die hier einiges gemeldet haben. Von dem her, ich bin echt erstaunt, wie gut das bisher jetzt schon läuft. Und zukünftig werden dann halt einfach nach und nach weitere Funktionen für mich freigeschalten, die ich dann auch testen kann. Und irgendwann, wenn soweit alles ready ist und gut läuft, dann natürlich auch für alle. Ich würde sagen, für das heutige Video war es das. Schreibt gerne eure Fragen, euer Feedback in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.